Gott bremst noch das Böse in dieser Welt. Wir sind alle von Natur aus verhärtet. Gott hatte vor, Israel nicht durch die Bekehrung des Pharaos zu befreien, sondern Gott hatte vor, Israel durch große Gerichte an Pharao zu befreien. Gott sagt, aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Gott hatte vor, Israel nicht durch die Bekehrung des Pharaos zu befreien, sondern Gott hatte vor, Israel durch große Gerichte an Pharao zu befreien. Die biblische Lehre jetzt, dass Gott auch verstockt, wollen wir uns etwas anschauen. Zunächst einmal, liebe Gemeinde, stellen wir fest, dass in der Geschichte des Auszugs, dem 2. Mose, es viele, sehr viele Bibelstellen gibt, die sagen, dass Gott selbst das Herz des Pharaos verstocken will oder es verstockt hat. Wenn wir nur einige herausnehmen, wir hatten in Vers 3, haben wir gelesen, gehen wir nochmal hin, aber ich will das Herz des Pharao verhärten. Ich will, Gott aktiv, ich will. Dann in Vers 13, also ward das Herz des Pharao verstockt, passiv, und er hörte nicht auf sie. Dann Kapitel 9, als einige Beispiele. Kapitel 9, Vers 12, da lesen wir, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. Der Herr, steht ausdrücklich da, war es, der es tat. Aber wir lesen nicht nur hier, liebe Gemeinde, und das ist wichtig, dass wir das auch einmal verstehen, sondern in der ganzen Bibel immer und immer wieder, wie Gott tatsächlich ganz konkret Menschen verhärtete, Menschen in die Verblendung führte, Menschen verstockte. In Römer 11, Vers 7 bis 8, wie nun, sagt der Apostel, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. In 2. Thessalonicher 2, Vers 11, da ist auch ein Hammer. Da schreibt Paulus, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Gott sendet nicht nur sein Evangelium der Gnade und der Errettung. O Herr, ich danke dir, dass das bis heute gilt und bis an das Ende der Tage. Dein Heil, deine Einladung bleibt. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine rettende Gnade soll verkündigt werden. Und viele, viele Auserwählte aus den Völkern von überall her wirst du noch erretten in deiner Liebe und Gnade. Aber, du wirst auch viele verstocken und verblenden, dass sie der Lüge glauben. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 8, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß. Und jetzt, wozu sie auch bestimmt sind. Man muss immer genau hinschauen, was da geschrieben steht. Sie weigern sich, dem Wort zu glauben. Das ist ihre Verantwortung. Und wozu sie auch bestimmt sind, ist Gottes Verstockung. Was geht hier vor? Wichtig ist, dass wir lernen und auch behalten, dass bei dem Werk der Verstockung
Gott nicht das Böse in den Herzen von Menschen wirkt. Die Bibel sagt, Jakobus, dass Gott niemanden zum Bösen verführt, sondern die Bibel lehrt, das tun sie von Grund auf selbst. Aber Gott verstärkt die bereits vorhandene Verhärtung und das um seiner Ratschlüsse und Pläne willen. Bevor wir die Frage beantworten, auf welche Weise Gott Menschen verhärtet, möchte ich euch zeigen, liebe Gemeinde, und das ist die Auflösung dieser Frage, dass wir von Natur aus schon alle verhärtet sind. Das ist Lehrgrundsatz, die 5 Punkte des Calvinismus, die Verdorbenheit des Menschen. Unter der stehen sie alle. Das ist, was die Bibel lehrt. Und da müssen wir erklären, ich bin nicht besser als Pharao. Und du auch nicht. Und du schon lange nicht. Wir sind alle gleich. Wir sind alle von Natur aus verhärtet. Wir alle haben von unserer Jugend an ein steinernes Herz. Beginnend mit dem Sündenfall, als Adam und Eva das Böse in ihr Herz und ins Paradies gelassen haben. Seitdem leben alle Menschen von Natur aus in Feindschaft gegen Gott. Wenn Menschen geboren werden, wenn sie dem Mutterschoß entbunden werden, dann sind sie nicht neutral. Kein Mensch kommt neutral auf die Welt, dass er sich dann entscheidet gegen Gott oder für Gott. Sondern in seiner Natur ist von Geburt an die Feindschaft gegen Gott angelegt. Die Verhärtung steckt schon durch die Verdorbenheit der Sünde in seinem Herzen. Die Gesinnung des Fleisches, sagt Paulus, ist Feindschaft gegen Gott. Habt ihr das verstanden? Das müssen wir verstehen, wenn wir die Bibel überhaupt verstehen wollen. Wenn wir das Evangelium überhaupt verstehen wollen. Und Pharao gehörte auch zu diesem. Er war von Natur aus verstockt. Die Verstockung begann nicht mit Gott, sondern die Verstockung kam aus seiner eigenen Natur, aus seinem eigenen Herzen. Kein Mensch fragt von Natur aus nach Gott. Wir sind ihm und seinem Sohn Jesus Christus gegenüber so verhärtete Menschen, dass niemand von sich aus zu ihm kommen will. Wir sind versteinert und tot für das Evangelium. Und deshalb kann sich auch kein natürlicher Mensch bekehren. Als Aaron und Mose vor Pharao standen und ihm das Gebot Gottes vortrugen, nämlich Israel ziehen zu lassen, war er gar nicht in der Lage, anders zu reagieren, wie er reagierte. Denn er war, wie wir alle, verstockt von Haus aus und konnte den Geist Gottes nicht vernehmen. Niemand kann sich aus eigenem Willen zu Christus bekehren, weil er aufgrund seiner Verstockung gar keinen Willen dazu hat. Wenn Gott nicht übernatürlich eingreift, liebe Gemeinde, und das Herz eines versteinerten Sünders vom Himmel her weich macht, kann kein Mensch glauben. Hier sehen wir, wie wichtig die Lehre von der Wiedergeburt ist, liebe Gemeinde. Erst wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, kann er sich bekehren. Erst dann wird er zart und sein Herz wird weich. Und das hat Gott mit Pharao nicht vorgehabt. Er hätte es tun können. Und das führt mich zu der Schlussfolgerung. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, hier müssen wir mal innehalten. Das müssen wir mal bedenken. Was für eine unglaubliche Gnade dir und mir geschenkt ist. Dass Gott unsere Verstockung weggenommen hat. Ausgerechnet meine Verstockung. Ausgerechnet mich unter Millionen und Milliarden von Menschen.
erbarmt er sich über Wolfgang. Er hätte auch mich den Weg des Pharao gehen lassen können. Aber er erbarmt sich über mich, elenden Sünder. Und ich weiß nicht, warum er das getan hat. Ich habe keine Begründung, weshalb ich besser sein sollte als alle anderen Menschen. Aber es hat ihm gefallen, mir meine Verstockung und die Verhärtung meines Herzens wegzunehmen. O Gott, ich danke dir, dass ich Jesus lieben darf, dass du mein Herz weich gemacht hast. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man darüber so predigt, dass Gott auch verstocken kann und viele Menschen verhärtet, verbittert, verblendet durch diese Welt gehen, dann müssen wir weinen. Und Gott möge auch uns bewahren. Herr, bewahre mich vor Verstockung. Bewahre mich vor Fanatismus. Bewahre mich vor Hartherzigkeit und Verblendung. Gib mir alle Zeit ein weiches und ein zartes Herz, dass ich deine Stimme verstehen kann. Ist das auch dein Wunsch? Jetzt noch. Auf welche Weise verhärtet Gott Menschen? Das ist ganz wichtig, dass wir das auch noch mitnehmen, sonst haben wir nur ein Bruchstück des Ganzen. Wir haben einen Hinweis in Römer 1, Vers 24. Vielleicht könnt ihr das mit mir aufschlagen. Römer 1, Vers 24. Da lesen wir, darum hat sie Gott auch dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Also das sieht Gott als eine Verirrung an. Als eine Verblendung, als eine Verstockung, als eine Dahingabe. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten. Und dann geht es so weiter. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche solche Dinge verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Sie haben Gefallen an der gotteslästerlichen Lebensart. Sie sind verstockt. Und Gott hat sie verstockt immer mehr und immer mehr, indem, wie Paulus sagt, er sie einfach dahin gegeben hat. Er hat sie sich selbst überlassen. Wir sehen, das lernen wir aus der Bibel, dass Gott sich lediglich von den Verstockten, aus sich selbst Verstockten zurückzieht. Er nimmt seinen bremsenden Einfluss, den er grundsätzlich in dieser Welt noch gegen das Böse aufbaut, weg. Durch Gottes allgemeine Gnade hält er auch die Gottlosen noch in ihrer Bosheit zurück. Dass auch gottlose Menschen manchmal auch zart sein können, manchmal die Ungerechtigkeit nicht lieben und sogar auch spüren, dass man sowas nicht tun soll. So dass sie immer noch ein Stück Gewissen haben, dass sie nicht lügen, wie sie lügen könnten. Dass sie nicht betrügen, Ehe brechen und morden, wie sie könnten. Dass die Welt noch nicht endgültig und ganz im Chaos des Bösen und der Ungerechtigkeit auseinandergebrochen ist. Dass sie trotz überschäumender Bosheit immer noch die Welt, immer noch ein Stück weit funktioniert, liegt an Gottes allgemeiner, zurückhaltender Gnade. Gott bremst noch das Böse in dieser Welt. Paulus schreibt das in 2. Thessalonicher 2, Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält,
damit er, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werde zu seiner Zeit. Es kommt der Tag, da wird der Heilige Geist, dieser bewahrende Einfluss Gottes, ganz von dieser Erde genommen. Und die menschliche Gesellschaft wird implodieren. Sie wird im Chaos landen. Aber im Augenblick ist es noch so, dass Gott noch zurückhält, dass es noch einigermaßen funktioniert. In seiner Souveränität und göttlichen Unabhängigkeit zieht er sich aber bereits heute schon von einem ohnehin schon gottlosen und bösartigen Menschengeschlecht immer weiter zurück. Was wir sehen, merkt ihr nicht auch, dass das Böse überhand nimmt? Dass die Liebe erkaltet und die Gesetzlosigkeit immer grausamer wird? Ihr lebt doch bewusst in dieser Welt und habt offene Augen. Und ihr fragt euch, was ist los in dieser Zeit? Welche Übel, welche Schanden, welche Sünden, welche Perversitäten, welche Verkehrtheiten, welche Verrücktheiten, welcher Idiotismus wird als normal erklärt? Das Böse nimmt zu. Das ist Gott. Gott verstockt die Gesellschaft, indem er sich immer weiter zurückzieht und er die Menschen in ihrer Verstockung sich selbst überlässt. So hat er das mit Pharao gemacht. Und so macht er das mit allen. So wie die Sonne sich im Winter zurückzieht, produziert sie Verhärtung. Der Boden wird immer frostiger und härter. Versuch mal am kürzesten Tag des Jahres, wenn die Sonne kaum zu sehen ist und du 10 Grad minus hast, weil keine Sonne scheint, dein Garten umzugraben. Hart, eisig, frostig. Die Sonne ist weg. Gott ist weg. Die Sonne der Gerechtigkeit scheint nicht mehr. Und in dieser Welt wird es kalt. Hart. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit Gottes von einem Menschen sich ganz zurückzieht, dann verhärtet und verstockt sich sein Herz immer mehr. Und ich möchte beten, Gott bewahre uns, hier auch als Gemeinde. Freund, wo stehst du? Wo stehst du? Wo steht dein Herz? Du darfst heute den Herrn bitten, Herr Jesus, erlöse und errette mich von der Verhärtung und der Vereisung meines Herzens. Wir leben in einer verstockten, von Gott dahingegebenen Welt. Und darum sendet er den abgefallenen Gesellschaften kräftige Irrtümer, dass sie Wahrheit für Lüge und Lüge für Wahrheit halten. Sie haben Jesus schon immer gehasst, aber sie tun es immer schlimmer. Je mehr er liebte, je mehr er wirkte, je mehr Heil und Heilung er brachte, desto größer wurde der Hass. Sie sind wie Pharao, von Gott verstockt und merken es nicht. Aber dann ereilt sie schnell das Gericht. Pharao verlacht das Gebot Gottes und verfolgt die Kinder Gottes, wutschnaubend bis zum Roten Meer. Aber dann hieß es, bis hierher und nicht weiter. Und Gott verherrlichte sich vor aller Welt an dem Lästerer und Großmaul Pharao, an dem Verfolger seiner Gemeinde. In seiner Verstocktheit, und ich sage das einfach mal, in seiner Doofheit, stürmt dieser Idiot ins geteilte Meer und versinkt mitsamt seiner ganzen Macht in den Fluten. Und für Israel war der Weg frei nach dem verheißenen Kanaan. Liebe Gemeinde, genau so wird es mit den Kindern Gottes heute gehen. Manche Christen, sie träumen von einer weltweiten Erweckung. Und sie glauben, dass durch eine Erweckung und eine Massenbekehrung in dieser Welt der Himmel auf Erden geschaffen werden kann. Die Gesellschaften umgewandelt werden und alles wird besser. Alles wird besser. Wir brauchen nur richtig predigen, wir brauchen Zeichen und Wunder und wir müssen machtvolle Taten tun. Und dann wird diese Welt ein Himmel auf Erden.
Glaubt ihr das? Nein. Die Bibel lehrt nicht, dass in der Endzeit alle Menschen zum Glauben kommen. Sondern Jesus fragt, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Bevor ein neuer Himmel entsteht, bevor wir Himmel erleben und Himmel haben, wird nicht Erweckung geschehen, sondern wird Gericht geschehen. Und das ist genau das, was bei Pharao hier im Text gesagt wurde. Er sagt, aber der Pharao wird euch nicht hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israel durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Was uns bevorsteht, mag eine Erweckung hier und da sein, dass Gott seine Auserwählten, die noch zum Volk seines Eigentums gehören, dass er sie noch errettet und ruft aus allen Winden und aus allen Winkeln der Erde. Aber das, was die Bibel uns verkündigt, ist, dass Pharao gerichtet wird. Die antigöttlichen, antichristlichen, die gottlosen Kräfte und alle Menschen, die das unterstützen, alle Regierungen, die Jesus hassen und ihn verleugnen, sie werden nicht errettet, sondern einige vielleicht, der ein oder der andere. Aber insgesamt gesehen wird Gott seine Gemeinde durch Gerichte erlösen. Und sie werden im Roten Meer versinken und wir sind frei und wir gehen nach Kanaan zum himmlischen Jerusalem, ins Land der ewigen Verheißung. Halleluja. Wollt ihr dahin? Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und das ist der Weg und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Einige, vielleicht sogar viele Auserwählte wird der Herr noch erretten. Er erbarmt sich über wen er will, aber er verstockt auch wen er will. Und ich sehe viel Verstockung, viel Spott und Lästerung gegen sein heiliges Volk in diesen Tagen. Aber Gott verstockt sie weiter. Er verhärtet sie immer mehr, dass sie auf Plagen, Pandemien und Gerichte nicht mehr hören. Gott treibt sie in ihrer Verblendung bis auf die Spitze. Sie sind, wie Jesaja schreibt, du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen. Das ist der Geist, in der unsere Gesellschaft lebt. Ich will zum Himmel emporsteigen und ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und ich will mich niederlassen auf dem Götterberg. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und die dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der einst die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte? Ist das die Gesellschaft? Sind das die Großen? Sind das die Lästerer, die dem Gericht verfallen? Fürchtet euch nicht, liebe Kinder Gottes, vor der zunehmenden Missachtung des göttlichen Gebotes, auch seitens der Regierung. Fürchtet euch auch nicht vor dem aufziehenden Bösen in noch nie dagewesener Form. Was ihr seht, soll euch nicht erschüttern. Was ihr feststellt, soll euch nicht Angst machen, sondern ihr sollt sagen, oh, genau das steht in der Bibel. Genau so muss es kommen. Pharao, der für die gottlose Welt steht, der wird gerichtet werden. Der ist verstockt und er wird immer böse und immer schrecklicher und immer herzloser und immer gewalttätiger. Fürchtet euch nicht vor der Wut der Gottlosen und dem Zynismus eurer Verfolger, denen nichts mehr heilig ist. Alles, was ihr seht und euch stürzt in diesen Tagen, hört mir gut zu, alles, was ihr seht, ist Gottes Verstockungswerk an den Verstockten. Er verhärtet Regierungen, dass sie Gesetze verabschieden, die ihm ein Greuel sind. Aber der große und schreckliche Tag des Herrn ist näher, als wir denken. Da wird Christus erscheinen,
und sie mit dem Hauch seines Mundes verzehren und sie durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vertilgen. Das sagt das Neue Testament. Und wir beten, Herr, tue, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen solle. Aber Herr, sende zugleich auch dein Erbarmen, dass noch eine Anzahl gerettet wird, damit die Vollzahl der Deinen in deine Herrlichkeit eingehen kann. Und so verbleibt mir an dieser Stelle, nachdem ich diese schwere Botschaft wie eine Last auf meinem Herzen euch und den Menschen draußen versucht habe zu predigen, so bleibt mir nur noch eins. Schreit zu Gott. Er zittert vor dem Allmächtigen. Er erbarmt sich, wessen er will. Und er verstockt auch, wen er will. Freund, zittere und beuge dich. Weine über dein hartes Herz und bitte ihn, dass er dich erweicht und dass er deine Seele zart macht und du errettet wirst und du Gnade findest und mit dem Volk Gottes vielleicht noch leidest. Aber am Ende wird die Freiheit kommen. Ihr werdet die Kinder Gottes durch das Gericht der Gottlosen errettet werden zum ewigen Leben. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.